Das neue Büro- und Verwaltungsgebäude des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Donau-MDK in Passau ist das erste vollständig klimaneutral geplante und umgesetzte Gebäude der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Das Bauwerk besitzt eine hocheffiziente gedämmte Hülle und kann die Abwärme von Servern zwischenspeichern und bei Bedarf zum Heizen nutzen. Herzstück des neuen innovativen Gebäudes ist ein Eisspeicher, der im Boden vergraben ist und Energie aufnehmen und abgeben kann. Durch die Verbindung von Photovoltaik- und solarthermischen Regenerationssystemen sowie Strom aus 100% regenerativer Energieerzeugung wird das Gebäude komplett klimaneutral betrieben. Es weist eine CO2-Bilanz von null auf. Das hochinnovative und technisch anspruchsvolle Projekt wurde in nur 2,5 Jahren erfolgreich geplant und umgesetzt. In den neuen Sitz des Außenbezirks Passau wird zukünftig auch die Leitzentrale integriert, von der aus die davor befindliche Schleuse Kachlet sowie die entfernter gelegene Schleuse Jochenstein fernbedient werden können.